Willkommen zurück auf Minibrunn. Die Grasernte läuft und ich mache nichts. Der grüne Ural fährt jetzt hoffentlich. Ja, der fährt jetzt zum Abtanken und der Orange übernimmt. Herrlich. Ich bin begeistert davon. Da könnte ich stundenlang zugucken. Die nächsten 10 Folgen Grasernte. Einfach nur zugucken. Ah, schön, wie der sich anpasst. Ups. So, jetzt muss er wieder warten. Und jetzt kommt der Ural hinterher. Ja. Ja, klappt. Sehr gut. Okay, da muss ich mich also um die Grasernte nicht mehr kümmern. Wo fährt eine Ural? Ach, da drüben fährt er. Gut. Und mein Unimog da hinten hat schon abgetankt. Sehr gut. Es läuft. Wie sieht's aus, Freunde? 145.000 Liter, 30.000 sind fertig und 1.000 Gärreste. Passt. So, hier ist alles in Ordnung, hier ist alles in Ordnung. Ah, guck mal hier, wie die über das Gras fahren. So, das heißt, ich kann hier die endgültige Frucht draufschmeißen. Also, naja, wobei. Wenn die das erst abgemäht haben, dann brauchen die hier noch ja, eine Woche. Alles klar. Brauche ich mich also um nichts kümmern? Dann kann ich mich um alles. Dann kann ich mich um alles andere kümmern. Den Schweinen geht's gut. Den Hühnern geht's gut. Also dann rauf auf den Truck. Der ist leer. Ja, schade, dass sie nicht in den Fermenter reinpassen. Die Ural, dass sie da nicht abladen können. Aber gut. Oh. Krass. Dann machen wir das eben so. So. Wir haben 53.000 auf dem Tacho stehen. Gut. Ja, immer noch überlegen, ob ich drüben einen zweiten Stall hinstelle. Aber erstmal müsste der Mähdrescher dran sein. So. Der Fahrer konnte kein Ziel berechnen. Das ergibt sich gleich von selber. Immer mit der Ruhe. Oder die Meldung kommt jetzt alle 2 Minuten, genau. Na gut, dann müssen wir da mal gucken. Na geht doch. Der fährt. Hat sich schon geregelt. Nee, hat sich nicht beregelt. Doch, beregelt sich. Na komm, Ural. Einmal die Kurve kriegen. Ja. Siehst du, da brauchst du gar nicht heulen. Zack, Thema erledigt. Gut. Perfekt. Okay, Früchte, Preise. Wie sieht's aus? Eier, 5.000? 3.200. Oh Mann. Stroh 68. Naja, wenigstens steigt das wieder. Gras 105. Na, dann verkaufe ich es lieber als Silage für 360. Premium-Kartoffeln sind fast auf 1000. Und ich habe doch 47.000 Liter. Eigentlich wollte ich ja. Ach, egal, ich warte nicht. Ich hau die jetzt nach Großkuh. Alles klar. Was machst du? Ach so, da krieg ich wieder die Kurve nicht. Alles klar. Hm.
Jetzt, wo der Kreis immer kleiner wird, wäre natürlich mit den Kurven immer schlimmer. Vielleicht sollte ich mal probieren, dass der im Zickzack fährt. Also, dass er nicht mehr im Kreis fährt, sondern dass er hier im Zickzack fährt. Genug Vorgelege und Rangierraum gibt's hier. Probiere ich beim nächsten Mal, wenn der Kreis hier noch kleiner wird. So, ich wollte Geld machen. So, du bist leer. Gut. Premium Kaderoffeln. So, R. »47.000, 30 passen rein. Okay. Money, money, money. So. Gib's ihm, ja. Ah. So. Und weg damit. Ihr dürft alles verkaufen, Freunde. Das ganze Dorf kommt gleich an die Rand. Es gibt frische Kartoffeln aus biologischem Anbau. Ja, da haben wir eine Schruppe gekippt. Nur Dünger, Gülle, Gärreste. 30.000 Euro und mehr. Danke. Dann können wir, denke ich mal, auch den Rest draufschmeißen. Dann ist das alles weg. Dann sind die Lager leer. Dann können wir wieder Kartoffeln machen. Kartoffelzirkus. So. R. Premium. Aber jetzt läuft ja der Zirkus hier. Jetzt kriegen wir das ja hier backen. So. Hopp. I. Und weg damit. Alles klar. Nochmal 15.000. Dann haben wir schon wieder 100.000 auf dem Tacho. So. Jetzt warten wir hier auf die nächste Grasernte. Maschinen sagen, alles gut, na gut, die Mähprozess ist, ach, hat sich nichts geändert. Gut, ich bin zufrieden, mein Hof läuft, der erntet sich fast von, naja, was heißt hier fast von selber, der erntet sich von selber. So. Der erntet sich von selber. Super. Macht ihr mal? Ich will ja einen Stall haben. Einen zweiten. Hier oben. Auf dem Plateau. Hier nebengestellt. Zack. Aber im Moment müsste ich mich dafür wieder über beide Ohren verschulden. Ja, ganz deiner Meinung. Was sagst du? Schulden sind nicht so schlimm? Ja. Ich kann ja ein paar Schweine verkaufen, dann habe ich wieder Geld. Wer meldet sich freiwillig? Jetzt sind sie ruhig.
So. Klonk. Gut. Wie viel Gülle haben wir eigentlich? Die können wir ja auch verkaufen. 9000. Lohnt sich noch nicht. Ha! Ich weiß was. Guck mal da. Ich kann wieder Mist machen. Ha! Okay. Mist machen. Dazu brauche ich... Hier. Den hier. War jetzt der richtige? Ja. Farmer bitte zu Feld. Nein, Fläche 2. Gut. Und dann brauche ich noch einen Anhänger. Wie viel Mist haben wir denn eigentlich? 10.000. Da reicht ein kleiner. Unimog? Wo sind meine Unimogs hin? Ja, die blauen habe ich gesehen. Ach, hier drüben. Den kann ich mir doch eigentlich sparen. Genau. Den kann ich mir sparen. Uff. So. Okay. Jetzt hole ich mal. Jetzt hole ich mal ganz schnell den Anhänger. Da ist er. Und fertig. So. Ja, ich kann hier gar keinen Stall hinbauen, weil ich das ja hier als Wendefläche brauche. So ein Quark. So. Klar. Aha. So. Hey, nicht runterfallen. Hoch da mit dir. Genau. Ah, da fährt die nächste Ladung Gras. Juhu. So, jetzt müssen wir mal ein bisschen so gucken. Genau. So.
Wupp. Geht auch ruckzuck hier. So. Ah, super. So. Zack. Das finde ich gut. Wenn Johnny die Ernte übernimmt, dann kann ich mich hier ums Geld verdienen kümmern. Das ist eine gute Arbeitsaufteilung. Er macht die repetitiven Aufgaben und ich verdiene das Geld. So was könnte man einen kleinen Bobcat gebrauchen. Mist. Ja, Mist. Das ist Mist. Ein ganzer Haufen Mist. Und der liegt auch noch unter dem Anhänger. So. Da gehört der Mist hin. Wenn wir schon Mist machen, dann richtig. Ah, da kommt ein Wal zurück. Sehr gut. Ich sehe, Jungs und Mädels, bei euch läuft es. Sind sie da? Ah, da hinten. Cool. So. Na? Will er nicht? Das war's. Der gesamte Mist ist verladen. So. Zack. Und das Ding kommt wieder dahin, wo es hingehört. Dass ich da auch beim nächsten Mal wieder rankomme. Ja, wunderbar. Und schon kann er wieder nach Hause. Glück, würde ich mal sagen. Stopp.
Danke. Wie mache ich denn das? Wenn ich jetzt hier einen Stallrufschau nicht mehr wenden kann, dann müsste ich ja das hier ein Stück nach vorne ziehen, dass ich hier Wendeplatz habe. Ja. So, ich mache mich jetzt auf den Weg zur BGA und bringe die Mist mit. Und bis dahin würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen wieder. Und bis dahin, macht's gut, genießt den Tag. Und see you later.